schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Dogma, das ist mein Junghund Theo, 1,5 Jahre, unkastriert, Australian Shepherd. Silver, 3 Jahre, Rocky, 4 Jahre. Alles der Marke Mini Australian Shepherd, auch wenn es ganz schöne Granaten geworden sind. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie sich dein Hund im Freilauf und an der Leine gut an dir orientiert. Vielleicht kennst du es auch, du gehst mit deinem Hund spazieren und er guckt in die Luft und er guckt in den Wald und er ist eigentlich schon kurz vorm Lossprinten oder von der Leine abknipsen, das traust du dich schon lange nicht mehr, weil einfach dieser Welpeninstinkt verloren gegangen ist, dass sich dein Hund anhimmelt und du der Mittelpunkt seiner Welt darstellst. Ich zeige dir eine ganz einfache Methode, die dein Hund an deine Seite hält. Geht schon los! Go! Dogma TV. Wow! Herzlich willkommen zurück bei Dogma TV. Ich bin Dogma und Theo Silver, Rocky hatte ich ja bereits erwähnt. In diesem Video zeige ich dir, wie dein Hund ganz einfach sich an dir orientiert und dir im Freilauf nicht mehr davon pest. Da gibt es eine ganz einfache Methode. Futter. Aber nicht einfach nur so Futter, sondern da gibt es auch so mehrere Komponenten. 3 Stück an der Zahl. Zum Schluss nenne ich dir noch eine tolle Methode, die dein Hund bei dir hält, wenn alle Stricke reißen, wenn nichts funktioniert, kein Futter, also gar nichts. Ja? Und dein Hund, der hängt dir einfach nur in den Schultern und dir tut schon alles weh. Aber das zum Ende des Videos, bleibt also einfach dran. So, jetzt geht's ums Futter. Du packst dir ganz normales Trockenfutter ein. Das zieh in jedem Fall von der Tagesration ab, sonst wird dein Hund immer dicker und dicker und dicker und dicker. Das willst du nicht. Also ganz normales Trockenfutter. So, das hast du jetzt bei dir. Vielleicht hast du auch so eine fesche Bauchtasche, ja, oder was auch immer. Hier, Jackentasche macht es genauso. Und dann gehst du los. Und was viele Leute auch vergessen ist, wenn der Hund dich anguckt, dann bekommt er was. Ja? Also belohne deinen Hund jedes Mal, wenn er dich anguckt. So, und das probieren wir jetzt einfach mal. Ja, genau. Ja, prima, so. Und du musst dabei gar nicht unbedingt das Futter in der Hand behalten, sondern du kannst es ihm auch hinwerfen. Der Hund guckt, boing. Theo ist jetzt natürlich super orientiert. Jetzt habe ich es ihm extra ins Gras geworfen. Er kann schnuppern, ja. Und wenn er dann guckt, ja, kriegt er das nächste Stück. Wenn er guckt, super, ja. Und das siehst du schon. Also Theo ist wie eine Klette. Er klebt an mir, weil er halt einfach auch wirklich verfressen ist. Und dann gehst du ja eine ganze Weile spazieren, ja. Du gehst ja nicht nur irgendwie 5 Meter, sondern du gehst ja ein bisschen weiter. So, du siehst, wenn ein Hund guckt, kriegt er was. So, wenn dein Hund guckt, kriegt er was. Prima, ja. Und ich werfe ihn jetzt wieder ein bisschen was weg, genau, weil er geguckt hat. Und dann schaue ich, jawohl, kann er wieder suchen. So, dass es sich für deinen Hund immer lohnt, wenn er dich anguckt. Er orientiert sich an dir, zapp, kriegt er was, ja. Also seine ganz normale Frühstücksration, verschenkt das nicht so im Futternapf, da ist das 1, 2, 3 weggefressen. Und du hast nichts davon. Nimm das mit raus, nimm das mit ins Trainingsprogramm. Wenn dein Hund, das zeige ich dir jetzt, und dazu brauchst du ein bisschen besseres Futter. Also was heißt besseres Futter? Also was dein Hund richtig schmeckt. Das sind bei uns, höre und schreibe, Frohlich. Frohlich ist das Futter, also da stehen die Hunde total drauf. Kein Wunder, ist auch Zucker drin und so. Ist nicht das Beste, ist wirklich nur die Süßigkeit. Ups, die Süßigkeit für meine Hunde. Ist wie ein Stück Schokolade fürs Kind, ja. Also übertreib damit nicht. Aber ich habe damit keine schlechten Erfahrungen gemacht. Frohlich ist ja immer so eine Sache für sich. Ich will dafür auch keine Werbung machen, aber meine Hunde haben dadurch keine schlechte Verdauung und das Fell glänzt trotzdem und. Also, ich nehme Frohlich, weil meine Hunde da total drauf abfahren. Kannst gerne in die Kommentare schreiben, was du zu Frohlich sagst. Ja, gut, nicht gut, frisst dein Hund auch gerne, keine Ahnung. Also ich kenne das, ja, also ich kenne keinen Hund, der nicht Frohlich mag. Okay, jetzt gehen wir weiter. Die Frohlich sind eingepackt. Ich gehe mal hier eine kleine Runde. Du siehst, ja, mein Theo ist wirklich an mir orientiert. Das üben wir ja auch nicht zum ersten Mal. So, und wir laufen hier wieder einen kleinen Bogen. Jetzt werfe ich, weil er mich anguckt, ein Futterstück weg. Das kann er suchen. Und jetzt tue ich so, als ob ich hier was gefunden habe. Oh, die anderen. Ah, Silber. Ja, was ist denn da?
Ja, was ist denn da? Jawohl. Und? Jawohl. Und? Ich habe den Schatz gefunden, aber Theo durfte den essen. Super, Silvan. Sitzen. Jawohl. Ihr, die Großen bleiben. Die bleiben da sitzen. Das ist so ein bisschen auf Frustrationstoleranz. Also wenn du mehrere Hunde hast, ja, können zwei auch immer warten und sitzen bleiben. Und mit einem wird trainiert. Ja, die müssen also praktisch den Frust aushalten. Und einer kann sich hier bewegen, kriegt Futter und so. Das ist natürlich auch eine schöne Übung für die, die denn da sitzen müssen. Oh, ein Schatz! Ein Schatz! Prima! So, Rocky, Silver, hier. Ich gehe mit zwei Hunden vor. Kommen die auch mit? Okay, Rocky ist ein bisschen noch auf anderen Pfaden unterwegs. Und sowas zum Beispiel bestrafe ich auch nicht. Wenn jetzt Rocky der Meinung ist, er muss da erstmal einen Bogen laufen und pieseln, wenn ich da locker zu ihm sage, er soll mitkommen. Ja, super. Du siehst an Theo, jetzt hat er gar nicht mehr die ganze Leine ausgenutzt, sondern hat schon verstanden, er hat einen Radius und den muss er einhalten. So, und jetzt machen wir ein bisschen prima. Jetzt gehen wir ein bisschen mit Rocky rum. Rocky ist sehr verfressen. Er sucht natürlich Futter ab, was ich dem Kleinen da gerade hingelegt habe. Und jawohl, prima. Und dann kriegen wir ihn vielleicht auch an uns orientiert. Hallo, guten Morgen. Jawohl, Silber, super. Jawohl, genau, super. Theo, sitz. Prima Platz, jawohl. Rocky, jawohl. Und das mach mit deinen Hunden, lauf mit denen rum. Ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Und alle sind dann auch froh zum Schluck. Komm her. Jawohl, sitz. Prima. Jawohl. Jawohl. Super. So, jetzt kann natürlich der Flummi auch nochmal ein bisschen Flummi sein. Jawohl. Und du siehst, Theo will jetzt gar nicht weg. Der will wirklich nur hier bei mir sein, sein Essen, seine Belohnung. Er ist ein bisschen neidisch, ja, die anderen natürlich auch. Und das kannst du in einer Mehrhundehaltung natürlich auch sehr gut ausnutzen, wenn die so ein bisschen neidisch sind. Weil wenn der eine belohnt wird, Rocky, komm her, du bist, jawohl, dann prima. Jawohl. Und zur Methode ist dann wirklich, zur richtig Pfeffermethode, die ich dir ja noch zeigen wollte, da nimmst du wirklich den nächstbesten Baum, wenn du wirklich, wie ich gesagt habe, mit dem Hund so rennst, dass es einfach nicht mehr anders geht. So, jawohl, die bleiben mal kurz sitzen. Mit Theo, der hat ja jetzt hier nochmal seine extra Runde verdient. Und wenn dein Hund wirklich zieht wie so ein Osse und es wird und wird und wird und wird nicht besser, dann nimm eine längere Leine, such den Baum, mach den kurz an den Baum und dann gehst du 10 Meter und dann wartest du eine Minute und dein Hund will zu dir. Ja, hat nichts mit Panik zu tun oder sonst irgendwie was, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass du den Hund mal wieder wach machst. Dazu schau dir unbedingt das nächste Video an, da zeige ich dir dann nämlich nochmal ganz genau. Also, lass dich da nicht abschrecken. Die Methode ist eine Methode, wenn dein Hund wirklich nicht an dir orientiert ist. Es ist nicht meine Methode, weil ich die Probleme nicht habe. Aber wenn du wirklich das Problem hast, dass dein Hund sich null für dich draußen interessiert, dann ist das eine ganz gute Sache, die du ausprobieren kannst. Schreib es gerne in die Kommentare, ob es denn auch funktioniert hat. Und dann freue ich mich auf dich und schau bis DogmaTV. So. Drei Hunde mal eben losgelassen, dass du noch mal sehen kannst, genau, wie ich hier auf Blick belohne. Prima, Rocky kriegt ein Futterstück. Jawohl. So. Und ab und zu ist auch ein Frohlick mit dabei. Das bedeutet, die wissen nie, was sie bekommen. Also ein Blick kann sich lohnen, aber ein Blick kann sich auch richtig lohnen. Und manchmal bekommen sie auch nur einen Prima. Jawohl. Du musst aber auf jeden Fall darauf achten, wenn dich so ein Hund anguckt. Prima. Prima.